Auftritt von US-Präsident Joe Biden in der litauischen Hauptstadt Vilnius am Mittwoch am Rande des NATO-Gipfels. Eine Rede, die hier in Litauen an der Ostflanke der NATO in unmittelbarer Nachbarschaft zu Russland mit Spannung erwartet wurde. Wir werden nicht wanken. Wir werden nicht zögern. Ich meine das ernst. Unser Engagement für die Ukraine wird nicht nachlassen. Wir werden heute, morgen und solange es nötig ist, für Freiheit und Unabhängigkeit eintreten. Eine klare Botschaft der Solidarität mit der Ukraine. Und auch hier im NATO-Land Litauen dürften die Worte für ein Gefühl der Sicherheit gesorgt haben. It's supposed to be empowering as well, like hearing about the 20th example. Es war auch ein bisschen ermutigend und ja, ich denke, jeder in Vilnius hofft einfach, gute Worte und positive Bestätigungen für die Zukunft der Ukraine zu hören. Deshalb haben wir die ukrainischen Fahnen und so weiter. Und so war es schön, die Unterstützung zu fühlen, die wir von Biden und den NATO-Verbündeten bekommen. Nun, es war eine großartige Rede, inspirierend und eine Rede, die die Menschen vereint. Es ist wirklich wichtig, den US-Präsidenten zu hören, der zu den Litauern spricht, die die Ukraine mit allem unterstützen, was sie haben. In dem kleinen Land, einst Sowjetrepublik unter direktem Einfluss Moskaus, hat der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine für Entsetzen gesorgt und für Angst vor einem ähnlichen Schicksal. Umso mehr Mut schien Bidens Auftritt den Menschen hier in Vilnius, aber auch jenen in den Nachbarstaaten an der Grenze zu Russland gemacht zu haben.